Willkommen zu Alpha und Omega, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist im Schnitzel, auf dem Grill und in der Maultasche Fleisch. Und davon isst im Schnitt jeder Deutsche knapp 60 Kilo im Jahr. Es muss erstmal woher kommen und auch in Baden-Württemberg gibt es eine ganze Menge Fleischbetriebe. In Corona-Zeiten sind die Arbeitsbedingungen dort ja in die Diskussion geraten und darüber möchte ich mit meinem Studiogast heute sprechen, mit Wolfgang Herrmann. Er ist katholischer Betriebsseelsorger. Herr Herrmann, Sie verbinden nicht nur beruflich, sondern auch persönlich etwas mit der Fleischproduktion. Erzählen Sie mal. Ja, es gibt eine ganz interessante biografische Notiz. Meine Eltern haben beide in einer Geflügelschlachterei gearbeitet. Meine Mutter selber kommt aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, aus dem Oldenburger Münzerland. Den Bauhof gibt es heute noch. Und ich selber habe dann als Jugendlicher einige Jahre meine Ferienjobs in der Schlachterei verbracht. Bin als Kind dort in den Betriebskindergarten gegangen und habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an diese Zeit. Ja, was waren das für Erinnerungen, wenn Sie sagen, die waren eigentlich ziemlich positiv? Ja, das war aus meiner Sicht ein spannendes Arbeiten. Es war eine ganz bunte Belegschaft aus Deutschen. Arbeitenden, aber die Menschen kamen eigentlich aus ganz Europa, Portugal, damaligen Jugoslawien, auch aus der Türkei. Im Kindergarten war es entsprechend genauso bunt. Wir hatten viele Kontakte und innerhalb des Betriebes war eigentlich auch ein ganz gutes Klima und ich hatte immer das Gefühl, dass das eigentlich ganz ordentliche Arbeitsbedingungen sind. Ja. Jetzt, wenn Sie auch selber in dieser Ferienzeit da gearbeitet haben, was war dann so Ihre Aufgabe? Ja, ich habe schwerpunktmäßig in der Verpackung gearbeitet. Das heißt, die zerlegten Hähnchen, es war eine Hähnchenschlachterei, die sind eben auf diese Schalen gelegt worden und wurden dann abgewogen und dann verpackt, um dann entweder ins Kühlhaus zu kommen oder ins Gefrierhaus, um entsprechend ausgeliefert zu werden. Und dann habe ich gewogen, abgepackt. Aber man hat gearbeitet, aber es gab auch viel Kontakt zu den Beschäftigten. War schön. Okay. Jetzt schauen wir mal hier auf Baden-Württemberg. Da gibt es ja auch eben einige Fleischbetriebe. Das Statistische Landesamt geht von mehr als 260 Betrieben aus. Und das sind nur die mit mehr als 20 Mitarbeitern und auch ohne Leiharbeiter. Also es ist schon eine ganze Menge. Wie haben Sie denn jetzt heute als Betriebsseelsorger mit dieser Branche zu tun? Ja, also meine Aufgabe als Betriebsseelsorger ist die Begleitung von Menschen in der Arbeitswelt. Und ich hatte mit der fleischverarbeitenden Industrie oder auch mit Schlachtereien verschiedentlich zu tun, schon vor Corona-Zeiten. Ich erinnere mich, dass ich eingeladen war im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen, die der Ethikrat des Fleischunternehmens von Edeka Südwest veranstaltet hat. Und da wurde ich eingeladen, über die Schwierigkeiten zu berichten oder die Probleme, die es gibt, wenn ein Unternehmen Subunternehmen einsetzt in der Schlachtung. Das heißt, einen Teil der Arbeit, ein Gewerk auslagert an einen Subunternehmer und dieser Subunternehmer dann für die Durchführung dieser Arbeit selbstständig und ohne Einmischung durch den eigentlichen Auftraggeber tätig ist. Ja, und ich habe über die Problematiken dieser Form von Auslagerung von Arbeitsbereichen berichtet. Das war interessant und ich hatte den Eindruck, dass das Unternehmen auch bereit war, zu überlegen, welche Konsequenzen ziehen sie daraus. Aufgeploppt ist das Thema, aber das muss ich schon sagen, jetzt in diesem Jahr auch aufgrund der Anzahl von Covid-19-Erkrankten, die es auch in baden-württembergischen Betrieben gab. Und wir haben zusammen mit Partnerinstitutionen aufsuchende Arbeit gemacht. Das heißt, wir haben uns zunächst mal interessiert, wie geht es den Beschäftigten im Unternehmen, schwerpunktmäßig den Beschäftigten bei den Nachunternehmen. Und im Zuge dieser aufsuchenden Arbeit sind uns ganz viele Probleme entgegengekommen. Das heißt, ab und zu werden Sie angesprochen als Seelsorger und ab und zu gehen Sie auch direkt gezielt in Betriebe und schauen, ja, wie geht es genau, den Menschen? Also wir haben da ganz unterschiedliche Ansätze. Wir arbeiten, um das kurz zu erklären, als Betriebsseelsorger da auch in Kooperation sozusagen im Rahmen eines Joint Ventures mit einem anderen Projekt zusammen, den Kolleginnen von Faire Mobilität in Stuttgart. Die haben den Vorteil, dass sie Muttersprachler sind. Sie verstehen viele der osteuropäischen Sprachen und sie sind gut bewandert in den arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Wir als Betriebsversorger kennen uns da auch aus. Aber wenn wir uns mit den Anliegen der Menschen in der Arbeitswelt beschäftigen, geht es auch über das Arbeitsrecht hinaus. Und Faire Mobilität ist in dem Fall die Gewerkschaftsseite, ne? Ja, kann man so sagen. Also Faire Mobilität ist ein Projekt des DGB-Bundesvorstandes mit dem Ziel, die seit der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa zahlreichen ArbeitnehmerInnen aus
Süd- und Südosteuropa in Deutschland zu beraten, wenn sie arbeitsrechtlich in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Genau. Ja, vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was so ein Unterschied ist zwischen der Arbeit der Gewerkschaftler und Ihnen als Betriebsseelsorger. Ja, also den Kolleginnen im Projekt Faire Mobilität geht es ganz stark darum, den Menschen in arbeitsrechtlichen Fragen zu begleiten. Also in ihrer aufsuchenden Arbeit lassen sie sich berichten, wie sind Arbeitsbedingungen, bekommen sie ihren Lohn bezahlt, wie sieht es mit Überstunden aus und so weiter. Ja. Das interessiert mich und uns als Betriebsversorger natürlich auch, weil uns geht es auch um gute und würdige Arbeit. Aber darüber hinaus bewegen uns auch natürlich die Fragestellung, wie geht es den Menschen am Ort der Arbeit? Wie geht es Ihnen zum Beispiel, wenn Ihre Familie weiterhin in einem osteuropäischen Land lebt und der Mann oder vielleicht auch die Frau alleine ihre Arbeit in Deutschland ausüben, als ein Aspekt? Derzeit läuft in den Kinos auch ein Dokumentarfilm, der heißt Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Und in dem Film erfährt eben auch eine Schulklasse, wie geht es diesen Menschen, die dort arbeiten. Und ja, Sie führen dazu auch ein Theaterstück auf und daraus schauen wir jetzt einen kurzen und auch etwas heftigen Ausschnitt an. Verteilen, verpacken, Hals aufschneiden, aufhängen, Rektum aufbohren, enthäuten, aufschneiden, zerteilen, Hals aufschneiden, aufhängen, Rektum aufbohren, enthäuten, aufschneiden, verpacken. Herr Herrmann, wenn man das so sieht und hört, da dreht sich ja schon einem so ein bisschen der Magen um. Was hören Sie so von den Menschen, mit denen Sie dort sprechen? Was macht es mit denen, dass Sie den ganzen Tag mit toten Tieren arbeiten? Also die Arbeitsbedingungen heute, vor allem in den Großschlachtereien, sind sehr anstrengend. Die sind zehrend. Ja. Ich muss an der Stelle vielleicht ganz kurz erklären, damit meine nachfolgenden Ausführungen auch gut verstanden werden. Früher haben in den Schlachtereien Arbeitnehmer eine Tätigkeit ausgeübt, die bei ihrem Unternehmen angestellt waren, bei diesem einen Unternehmen. Es gab eine Stammbelegschaft. Mhm. Seit vielen Jahren, das liegt am Konzentrationsprozess, den es in der fleischproduzierenden und verarbeitenden Industrie gibt, in den Schlachtereien gibt, sind erhebliche Teile des Schlachtprozesses eben ausgegliedert worden an sogenannte Subunternehmen, Klammer auf, um die Arbeit billig zu machen. Und viele der Beschäftigten aus diesen Nachunternehmen üben genau diese Tätigkeit aus, die jungen Leute gerade so eindrücklich geschildert haben. Sie von morgen bis abends in relativ monotonen Bewegungen, immer den gleichen Schnitt, immer den gleichen Vorgang, körperlich, physisch sehr belastend. Ja. Die Menschen sind ja erschöpft, vor allem wenn sie eben nicht nur 8 oder 10 Stunden arbeiten, sondern, wie uns immer wieder berichtet, auch 12 oder manchmal auch 14 Stunden. Die Menschen sind müde, ja. Die werden, so sagt es ein Kollege von mir aus dem Oldenburger Münsterland, die werden verschlissen, verbraucht, auch vernutzt. Und am Ende geben viele auch, das ist auch eine Erfahrung, die wir aus der Summe unserer Expertise der Beratungsstellen wissen, auf Vorderzeit auf. Ja, das ist harte, knallharte Arbeit. Das heißt, man gewöhnt sich auch nicht so sehr daran, jetzt die ganze Zeit die Haut abzuziehen oder ja, das Fleisch zu zerteilen. Doch, ich glaube schon, dass es ein monotoner Prozess ist und dass man dabei eben auch abstumpft, keine Frage. Ja. Also es gibt nicht immer in diesen Betrieben die Vorgehensweise, dass Menschen immer wieder auch in ihren Tätigkeiten wechseln, sondern zum Teil ist es wirklich dieser eine Vorgang, der monoton ausgeübt wird. Ja. Jetzt gibt es ja schon in der Bibel so die Rede von einem verantwortungsvollen Umgang zwischen Mensch und Tier. Jetzt, wenn man die Schöpfungserzählungen anschaut oder auch Essensgebote, ist das auch so ein Grund für Sie jetzt als Seelsorger und Priester, sich für Menschen in dieser Branche einzusetzen? Natürlich. Also unsere Bibel nennt jetzt keine expliziten arbeitsrechtlichen Vorschriften, aber in unserer Bibel geht es um das Heil der Menschen. Menschen sollen auch in ihrer Arbeit so etwas wie Sinn erfahren. Sie sollen in dieser Arbeit etwas wie Erfüllung auch erleben können. Diese Arbeit muss unter guten und fairen Bedingungen stattfinden. Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf seinen Lohn. Da gibt es durchaus biblische Verweise. Und das ist ein Grund, warum wir vor allem auch diejenigen in der zum Beispiel Fleischwirtschaft aufsuchen und beraten, die in diesem Prozess unter die Räder kommen. Denn genau das verwehrt wird. Jetzt müsste man den Bogen weiterspannen. Man kann natürlich beim arbeitenden Menschen bleiben. Aber wir wissen natürlich heute, dass wir nicht mehr, wie das vielleicht noch in früheren Jahren der Fall war, von dem handwerklichen Arbeiten ausgehen kann. In den großen Schlachtereien, in denen
300.000 Hähnchen am Tag geschlachtet werden oder Zehntausende von Schweinen am Tag. Das ist ein industrieller Bereich. Das fängt von der Aufzucht der Tiere an, wo man ganz klar Fragen stellen muss, was das noch mit artgerechter Tierhaltung und Tierproduktion, Produktion an sich ist ja schon ein schwieriger Begriff, zu tun hat. Das geht dann weiter über die Frage des Transports bis hin eben auch zu diesen Schlachtprozessen. Ein Prozess, der dazu dient, möglichst billig auf Kosten auch von arbeitenden Menschen, auf Kosten auch der Vernutzung der Natur. Wenn man dann denkt, welche Konsequenzen zum Beispiel die Vergüllung unserer Landwirtschaft für Konsequenzen mit sich zieht. Also um das zusammenzufassen, die dazu führt, eine Profitmaximierung zu erzeugen und möglichst billig den Konsumenten aufgrund von den Rahmenbedingungen, die die Discounter setzen, ja, die Marktmacht, die sie haben, möglichst günstig Fleisch auf den Tisch zu bringen. Also ganz anders, als Sie jetzt persönlich erfahren haben. Also in den früheren Jahren, also es war auch eine größere Schlachterei, aber da hat sich etwas ganz eindeutig verschoben. Ja. Das ist hochindustrialisiert, das ist heute auch internationalisiert. Ja. Vor 40, 50 Jahren war die Exportquote deutschen Fleisches ins Ausland bei weitem nicht so hoch. Heute wird 40% der Schweineproduktion im Ausland vermarktet, ja. Zum Beispiel. Ja, hat man jetzt auch an diesem ganzen afrikanischen Schweinepest gesehen, ne? Wie viel der Export auch ausmacht. Ja, vielleicht dazu eine kleine, auch wieder persönliche Anekdote. Ich war vor wenigen Wochen noch im Oldenburger Münsterland bei meiner Verwandtschaft und bei einem Cousin hat ein, zweimal das Handy in entsprechenden Ton gegeben. Er hat gesagt, das kriegst du eine Nachricht. Und dann sagte er mir, ja, das sind die fallenden Preise der Fleischbörse, ja, weil als bekannt wurde, dass einige Länder Asiens ein Einfuhrverbot für deutsches Schweinefleisch ausgesprochen haben, weil in Deutschland eben die afrikanische Schweinepest nachgewiesen werden konnte, hat das bei den Bauern natürlich auch zu ganz großen Besorgnissen geführt. Es wird praktisch am Stück fast nichts mehr verdient. Das sind Centpreise, die darüber entscheiden, ob auch noch ein Bauer etwas am Fleisch, das er produziert im Stall, verdient oder nicht. Ja. Dazu kommen wir nachher auch nochmal. Jetzt geht es uns Durchschnittsverbrauchern, würde ich mal sagen, doch, also tun wir uns relativ schwer, diese Arbeitswelt zu verstehen. Ist doch relativ fremd oder vielleicht verdrängt man es auch so ein bisschen. Jetzt schauen wir uns dazu nochmal einen Ausschnitt an aus dem Film Regeln am Band. Finde ich. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Man kann zwar so Dokumentationen machen und die guckt man sich an und das ist auch alles schlimm, aber wie schlimm das tatsächlich ist, das ist ja noch lang kein Eindruck. Ich habe noch nie 17 Stunden, also nicht mal ansatzweise an einem Tag gearbeitet. Und ich kann mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Und dann heimzukommen praktisch mit seinem 1,12 Euro, wofür man sich ja, zwei Brezen kaufen kann. Ich finde, das kann man sich so schlecht vorstellen. Und das ist, wie gesagt, ja auch so ein Problem, wenn man es dann sieht, ja, ist schlimm, aber wie schlimm, vielleicht würde man sich mehr dafür einsetzen. Ich denke, viele Leute ist ja auch, dass die sich schon zu gemütlich sind. Ich meine, es ist ja jetzt keiner hier irgendwie, der sagen würde, nö, das geht voll in Ordnung. Nach dem Motto, die Rumänen, die haben ja nichts Besseres verdient irgendwie, weil die sagen ja alle, ja, das ist schlimm, aber ich glaube jetzt nicht, dass hier der größte Teil der Leute dann, wenn er zu Hause ist, direkt geht so, ich setze mich jetzt für die ein, dass da irgendwas gemacht wird und ja, weil man eben keine Vorstellung hat, wie schlimm es tatsächlich ist. Der junge Mann hat es jetzt gerade mal ausgedrückt in diesem Ausschnitt. Oft haben wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit gehört über die Medien, ne? Schlechte Wohnbedingungen, niedriger Lohn und eben auch lange Arbeitszeiten. Was genau haben Sie noch mitbekommen von den Mitarbeitern jetzt gerade in baden-württembergischen Fleischbetrieben? Also in Baden-Württemberg konkret, aber auch aus anderen Bundesländern kann ich eigentlich nur bestätigen, was der junge Mann hier gerade so kurz und knackig formuliert hat. Die Arbeitsbedingungen, vor allem der Werkvertragsarbeitnehmer, ist schlecht. Ja. Die Menschen arbeiten auf Mindestlohnniveau. Ja, es gibt keinen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Wenn, dann gibt es Hausverträge, aber bei den Nachunternehmern wird in der Regel Mindestlohn plus eine Summe X bezahlt. Ja. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute 8 Stunden arbeiten. Es wird manchmal 10, 12 Stunden gearbeitet. Dann wird, und das ist auch eine Erfahrung, die wir machen, dann werden Arbeitszeiten aber nicht ordentlich abgerechnet. Ja. Das heißt, den Leuten wird ein erheblicher Teil oder ein Teil ihres Lohnes vorenthalten. Wir haben Unterkünfte aufgesucht, wo wir konnten, bin ich oder auch Kollegen in die Unterkünfte hineingegangen. Wir haben sie von außen gesehen. Es gibt anständige Unterkünfte, muss man sagen, aber es gibt auch sehr schäbige Unterkünfte. Da würde von uns niemand einziehen wollen.
Personen müssen aber für ein Zimmer in einem schäbigen, heruntergekommenen ehemaligen Hotel 10, 12, 13, 14 Euro pro Tag bezahlen. Ja? Also deutlich über 300 Euro. Also die Rahmenbedingungen sind schlecht, die sind aus unserer Sicht eigentlich nicht akzeptabel. Dahinter steckt ein Modell von Ausbeutung auf Kosten, vor allem der osteuropäischen Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser Branche. Sie hatten im Vorgespräch auch gesprochen, dass es manchmal um die Kleidung auch geht, ne? die Menschen dort tragen während der Arbeit. Ja, eigentlich ist es ja selbstverständlich, wenn ich in einem Betrieb arbeite, in dem Hygienevorschriften gelten und dem ich eine bestimmte Kleidung tragen muss, dass die Reinigung oder die Zurverfügungstellung dieser Kleidung der Arbeitgeber übernimmt. In dem Fall halt entweder das Werkvertragsunternehmen oder, wenn ich Teil der Stammbelegschaft bin, des Stammunternehmens. Ja. Wir haben immer wieder mit Fällen zu tun, in denen auf der Lohnabrechnung der Leute genau zum Beispiel dieser Betrag abgezogen wird. Aktuell auch beim Unternehmen hier aus Baden-Württemberg in der Nähe von Pforzheim eine polnische Arbeitnehmerin, der über Monate 46 Euro x abgezogen wurde, jeden Monat für die Reinigung der Arbeitskleidung. Das ist illegal, das ist irregulär. Oder dass ihnen zum Beispiel die Umkleidezeit oder der Weg von der Umkleidekabine zur Arbeit nicht bezahlt worden ist. Da gibt es klare Vorschriften. Aber diese Unternehmen finden immer wieder eine Methode, die schon nicht gut bezahlte Arbeit noch mal billiger zu machen auf Kosten der Beschäftigten. Das heißt, oft sind die Arbeitszeiten schwierig, der Lohn und dann solche Dinge wie Reinigung und so weiter. Verstehen Sie aber trotzdem auch diese andere Seite, die Betreiber der Fleischbetriebe? Ich verstehe es nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe, dass auch die Beschäftigten in der Stammbelegschaft eigentlich ein Interesse haben, gute Arbeit zu machen und unter guten Bedingungen zu arbeiten. Für sie ist das relativ geregelt, weil es gibt einen Betriebsrat für Sie. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie da auch einen entsprechenden Schutz im Betrieb haben. Dort werden Gesundheitsvorschriften klarer geregelt. Bei den Nachunternehmen sieht das ganz anders aus. In der Regel gibt es keinen Betriebsrat. Ja. Die einzelnen Personen sind ihrem Subunternehmer ausgeliefert. Ja. Das wissen auch die Unternehmen, die sich solcher Instrumente wie der Subunternehmen bedienen. Es gab immer wieder Versuche, das zu regulieren und einzufassen, schon 2015 durch eine Art Selbstverpflichtung. Es hat sich nichts nachhaltig in dieser Branche verbessert. Ich kann das deshalb nicht akzeptieren. Ich möchte, glaube ich, schon an der Stelle deutlich hervorheben, dass die Arbeitgeber, dass die großen fleischproduzierenden Unternehmen um die Probleme der Subunternehmer wissen, dass sie sich da aber völlig zurücknehmen, weil sie sagen, ich bin für das Werkvertragsunternehmen nicht zuständig. Das ist deren Geschäft, die müssen dieses Gewerk ausüben, aber sie wissen davon. Sie nützen das Instrument, ich kann das nicht billigen, weil sie damit auch diese miesen Arbeitsbedingungen billigen. Also würden Sie nicht sagen, dass es an den niedrigen Fleischpreisen in Deutschland liegt, dass Verbraucher zu wenig dafür zahlen wollen? Das wird vielleicht manchmal auch ins Spiel gebracht, ja, aber auch dieses Argument kann ich nicht akzeptieren. Nur um eines billigen Schnitzels, das mir in der Pfanne zusammenschrumpft, ja, weil es schnell und billig produziert worden ist, kann man keine ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse akzeptieren. Das geht überhaupt nicht. Ja. Man muss das System hinterfragen. Ja. Ich habe das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Der ganze Prozess in der Fleischindustrie, von der Aufzucht bis zur Schlacht und bis zur Vermarktung, muss eigentlich unter fairen, ich würde sagen, unter ökologischeren, faireren, nachhaltigen Bedingungen geschehen. Ja. Die Schuld dann auf den Konsumenten zu verweisen, am Ende, der gar keine Möglichkeit hat oder nur sehr wenig Möglichkeiten hat, im Regal beim Discounter zu sehen, ja, unter welchen Bedingungen ist denn dieses Stück Fleisch produziert worden. Also die Schuld oder die Verantwortung ihm alleine zuzuschieben, ist in meinen Augen Augenwischerei. Das kann der Kunde nicht. Ich erwarte da eine ganz klare Regulierung durch die Institutionen, die das können, das ist die Politik. Und ich erwarte einen viel höheren Kontrolldruck durch diejenigen, die eigentlich den Auftrag haben, dafür zu sorgen, dass die geltenden Vorschriften in dieser Branche auch eingehalten werden. Apropos Politik, ab nächstem Jahr soll ja auch dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz kommen und soll einiges ändern, gerade was die Arbeit der Subunternehmen angeht. Da gab es schon Kritik von Gewerkschaften und Kirchen, eher aus dem Norden von Deutschland. Was sagen Sie denn als Stuttgarter Betriebsseelsorger zu diesem Gesetz? Also zunächst mal geht das Gesetz in die richtige Richtung, weil es sieht etwas vor, was aus meiner Sicht entscheidend ist, dass nämlich genau die Vergabe an Nachunternehmen, also die Erteilung eines Werkvertrages an andere Unternehmen,
nicht mehr möglich ist. Die Frage ist, ob sich die Leiharbeit in der Branche hält oder nicht, muss man noch schauen, aber der Ansatz ist schon mal richtig. Ja. Auch die Idee zu sagen, ich muss die Arbeitszeiten eben kontrollierbar machen, indem ich sie zum Beispiel verpflichtend digital erfasse, dass ich keine Betrügerei mehr vornehmen kann oder möglichst nicht mehr vornehmen kann, geht auch in die richtige Richtung. Aber letztlich ist es mir noch viel zu schwach formuliert, denn auch diese Maßgaben müssen kontrolliert werden. Der deutsche Arbeitsschutz ist ausgedünnt. Ja. Kontrollen haben in der Vergangenheit und auch heute eher marginalen Charakter. Ja. Wenn sie aber stattfinden, auch da gibt es genügend Belege aus NRW zum Beispiel, aus Nordrhein-Westfalen, dann werden die Kontrollbehörden immer fündig. Ja. Es ist eine schwierige Branche. Also man muss die Kontrollbehörden stärken, man muss wirklich dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel auch die Unterkünfte adäquater ausgestattet sind, aber das ist im Gesetz nicht so genau formuliert. Was ist denn eigentlich eine gute und eine würdige Unterkunft? Also da gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Um vielleicht auf eine Gesamtthese hin zu formulieren, mein Wunsch wäre eigentlich für diese Branche eine Belegschaft in einem Betrieb, für die die gleichen Bedingungen gelten. Keine Arbeit erster Klasse und keine Arbeit zweiter Klasse. Das müsste das Ziel sein. Mhm. Und es ist ja vielleicht auch möglich, wenn man sagt, mit diesem Gesetz auch versucht zu sagen, diese Subunternehmen sind nicht mehr erlaubt, oder? Oder würden Sie sagen, das ist noch viel zu schwach und man müsste es viel stärker auf nur diese eine Belegschaft schärfen? Also die Tendenz geht wahrscheinlich schon dahin, dass die Unternehmen ihre Stammbelegschaft stärken. Im Grunde genommen müssten sie jetzt allen Beschäftigten der Subunternehmer eine Einladung aussprechen, wechsel zu uns in die Stammbelegschaft. Da habe ich noch nicht so viel gehört, aber vielleicht bin ich da aktuell nicht nah genug dran. Ja. Es wird ja immer von den Stammbelegschaften, oder nicht von den Stammbelegschaften, sondern von Unternehmen behauptet, die Menschen aus Osteuropa, die Frauen und Männer, haben gar kein Interesse, dauerhaft in Deutschland zu arbeiten. Unsere Erfahrungen sind da durchaus anders. Wir kennen Personen, die zum Teil ja auch ihre Familie mit hierher bringen, die sich hier eigentlich auch einen Lebensmittelpunkt aufbauen möchten, aber unter Arbeitsbedingungen, den Lohnungsbedingungen, die ihnen auch eine Perspektive hier bieten, ja. Das wäre auf jeden Fall abgesicherter, wenn es unter den Rahmenbedingungen einer klassischen Stammbelegschaft passieren würde. Am besten noch mit einem fair und gut ausgestatteten Tarif, der den Menschen einen Lohn garantiert und Arbeitsbedingungen, von denen man auskömmlich leben kann und die den Menschen in der Arbeit nicht vernutzt. Okay, also das wäre so Ihre zentrale These. Vielleicht können Sie auch noch so ein paar Dinge dazu sagen. Also dann wäre der Wohnort geregelter, dann wären die Arbeitszeiten geregelter. Was wäre auf jeden Fall noch wichtig, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall klarer geregelt sein? Also ich würde mir erwarten, ich hebe es noch mal ein bisschen auf eine andere Ebene, ich würde mir erwarten, dass sich dadurch die Gesamtbedingungen der Belegschaften, und zwar aller, verbessern. Dass die Arbeitnehmenden unter vernünftigen Bedingungen arbeiten, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, sich eine adäquate Unterkunft zu suchen oder dass ihnen von der Stammbelegschaft eine adäquate Unterkunft geboten wird. In dem Betrieb, in dem meine Eltern gearbeitet haben, hat damals, das war eine genossenschaftliche Schlachterei, das Unternehmen sogar ein Wohnheim gebaut für die Beschäftigten. Ja, heute mieten die Subunternehmer, manchmal auch die Generalunternehmer, die auftraggebenden Unternehmen halt, irgendwelche zum Teil herunterkommen Unkünfte an. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auf die man dringen muss, damit sich auch in dieser Branche gute Arbeitsbedingungen durchsetzen. Können Sie denn jetzt persönlich, nachdem Sie sich so viel auch mit dieser Branche beschäftigen, immer noch Fleisch essen? Wie ist es? Ja, ich esse noch Fleisch, aber ich achte heute auch genauer auf meinen Fleischkonsum. Das heißt, ich kaufe eigentlich beim Metzger, der noch ein Handwerk betreibt. Ja. Also ich kaufe kein Fleisch mehr beim Discounter für 2,99 Euro das Kilo Hackfleisch im Sonderangebot. Das mache ich nicht mehr. Uns wird ja oft vorgeworfen, wir legen so den Finger in die Wunde und verteufeln damit so eine ganze Branche. Darum geht es uns eigentlich auch nicht. Ja. Sie haben ja vielleicht auch gemerkt, es muss sich etwas nachhaltig verändern, dann hat diese Branche auch eine Zukunft. Ja. Aber es muss sich etwas verändern. Unter den Bedingungen hat sie keine Zukunft.
Und derzeit würden Sie aber sagen, könnte man bei den kleinen Metzgereien und Schlachtbetrieben schon eher Glück haben als Konsument? Also davon gehe ich aus. Und das ist ja auch das Versprechen des Metzgers um die Ecke, dass er noch weiß, woher sein Fleisch kommt, dass er den Lieferanten, also den Landwirt benennen kann, wo die Kuh oder das Fleisch herkommt. Ja. Vor allem, wenn er noch selber metzgert, ja, dann hat es auch eine handwerkliche Qualität. Es ist keine Massenschlachtung im Akkord, sondern ja, das hat diese handwerkliche Note, die man eben in dieser großen Fleischindustrie eigentlich vermisst. Gibt es denn jetzt so als eine Art Ausblick von Ihnen so nächste Dinge, die Sie auch als Betriebsseelsorger in der Branche so angehen wollen, wo Sie sagen, Mensch, das wollen wir noch mal mehr besuchen zum Beispiel? Also wir bleiben dran an der aufsuchenden Arbeit mit unseren Kooperationspartnern Faire Mobilität und der NGG als die Spartengewerkschaft dazu, nahen Genussgaststätten. Wir werden die Entwicklung der Branche weiter beobachten, ja. Wir werden weiter Ansprechpartner bleiben für die Menschen vor Ort und sie qualifiziert beraten, wenn sie berechtigte Ansprüche haben und ihnen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auch helfen, wie wir das in dem Fall einer polnischen Kollegin tun, die sich an uns gewandt hat, oder auch eines Arbeitnehmers. Den haben wir am Freitag noch kennengelernt in der Nähe von Birkenfeld. Dem ist gekündigt worden, er hat die Kündigung auch akzeptiert. Aber mit der Kündigung ist sofort auch der Verlust seiner Unterkunft einhergegangen. Und wir sind gerade heute, um die Uhrzeit wird meine Kollegin telefonieren, auf der Suche nach einer guten Unterkunft für ihn. Unser Versprechen geht dahin, kritisch hinzuschauen, für faire Bedingungen zu sorgen und den Menschen seelsorgerlich qualifiziert, auch arbeitsrechtlich qualifiziert zur Seite zu stehen. Dann danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Herrmann. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.